ziehen. Insofern bin ich jetzt sehr gespannt, was du uns vorstellst. Stefan Fichtel, bitte. Ich glaube, jetzt hört man mich besser. Genau. Ich habe eine etwas lautere Stimme, daher versteht man mich auch ohne Mikro. Ja, jedenfalls geht es darum, dass wahrscheinlich weniger Leute, die hier anwesend sind, rein originär aus dem Bereich Infografik kommen. Mein Schwerpunkt im Folgenden soll ein bisschen darum gehen, es gibt ein paar große Hypes, die mit Infografik zusammenhängen. Man kann einmal sagen, gibt es dieses Phänomen Big Data, dass Leute extrem viel, also Visualisierungen gerne machen, mit sehr vielen und sehr dichten Datensätzen. Das bringt gewisse Probleme mit sich. Es gibt einen zweiten Aspekt, 3D ist auch eine sehr begehrte Geschichte, aber wie arbeitet man richtig in 3D, sodass man eben auch dann zwei Grafiken pro Tag zustande bekommen kann. Und dann nochmal eine Geschichte, dass eben sehr viele Grafiker entdecken, Mensch, Infografik, das ist was für mich. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich habe eine Leidenschaft und die lebe ich jetzt aus. Es ist nicht nur eine Berufung, sondern es ist eben auch ein Beruf. Und einen Beruf muss man halt auch lernen. Es gibt bestimmte Faktoren, meine Vorredner haben es schon ein bisschen angedeutet. Aber ich will auch ein bisschen darauf eingehen, wo jeder von Ihnen jeden Tag Infografiken sieht, akzeptiert, liest, wahrnimmt und sich darüber eine Meinung bildet, über ein Thema. Und wie oft man doch ins Fettnäpfchen trifft, weil Informationsdesign eben immer noch eine Hilfe ist, Informationen besser zu verstehen als vorher und nicht einfach nur eine illustrative Tätigkeit, wo man sagt, ich nehme jetzt ein paar geometrische Grundformen, mache die total spannend, stelle die nebeneinander und am Schluss kommt eine ganz andere Information raus, als die man eigentlich vermitteln wollte. Ganz kurz zu Extract, das ist unser Team. Wir haben für jeden Bereich einen Spezialisten. Wir arbeiten natürlich auch noch mit mindestens genauso vielen Freelancern zusammen, aber das ist unser Basisteam in Berlin. Und das bin ich. Ich will gleich am Anfang auf die vielen Beispiele einfach nur ein paar exemplarisch schnell mal aufführen, wo man sieht, wo man merken kann, man sieht eine Infografik, man glaubt sie, Infografiken haben einen sehr hohen Seriositätscharakter, Infografiken kommen immer in dem Gewand daher, dass man sagt, das, was ich dort sehe, das stimmt dann auch. Und wir wollen uns mal ein paar Beispiele anzeigen, eine Geschichte, die vor 2 Jahren jetzt schon passiert ist, bei der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Hier sehen wir eine PR-Grafik von BP, die natürlich schnell versucht wurde zu schalten, schnell relativ, denn das Leck war am 20. April. Die Grafik wurde so um den 15., 16. März geschaltet. Und was man natürlich in beeindruckender Weise sieht, ist, hier wird angegeben, wie viel Öl, also BP, in den vergangenen Tagen abgefangen hat aus diesem Leck. Und man sieht, wow, das steigt jeden Tag, die tun was, die strengen sich an. Wenn man jetzt die tatsächlichen Daten hernimmt, die man eigentlich zeigen müsste, dann sieht man, okay, das ist der tatsächliche Verlauf. Man sieht, es steigt am Anfang an, die gesammelte Menge, aber dann auf einmal am 19. oder 20. Mai sinkt die eingefangene Menge an Öl. Vielleicht erinnern sich noch ein paar, dieses Leck wurde erst am 20. Juli ungefähr geschlossen. Das heißt, hier ist eine berechtigte Frage, können Sie nicht mehr Öl sammeln oder
läuft tatsächlich weniger Öl aus. Auf jeden Fall ist es eine komplett andere Information als die, die hier auf dem Screen dargestellt wird und die nicht leicht zu entziffern ist. Weil hier werden einfach die kumulierten Werte abgetragen. Einfach jeden Tag, was draufkommt, wird einfach oben aufgetragen, sodass natürlich eine schöne lineare Steigung entsteht, die aber mit dem tatsächlichen Sammeln des Öls nichts zu tun hat und eher, wenn man diese Grafik gesehen hätte, kritische Fragen aufgeworfen hätte. Jetzt kann man natürlich argumentieren, gut, ist eine PR-Grafik, da kennen wir das ja alle. Wir wollen uns mal eine Grafik hernehmen, das nimmt ein bisschen Bezug auf das Thema Big Data. Sieht jetzt gar nicht so big aus, aber die zugrunde liegenden Daten waren eben tagesaktuell zu einer Zeit, als eben über diesen Haushaltsentwurf debattiert wurde. Man kann die online einsehen, die wird ständig aktualisiert, sieht total überzeugend aus. Und wenn man sich jetzt mal etwas anschaut, hier kommen wir vielleicht auch zum Bereich Typografie, denn hier ist nämlich ausgewiesen, das wären 156 Billionen. Glaubt man, sieht überzeugend aus. Ja, und wenn man sich dann hinsetzt und es mal kurz mal in Illustrator oder in Excel eingibt, dann stellt man fest, es sind halt gar nicht 156 Millionen, die hier dargestellt werden, sondern es sind eben 184 Millionen. Jetzt könnte auch wieder der ein oder andere begegnen, naja, das ist eine Kleinigkeit, im Verhältnis ist es ja immer noch groß und klein. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was halt einfach offensichtlich ist. Wir wollen mal noch mal einen Schritt weitergehen. Hier sehen wir eine Grafik, die wurde vom S&D mit einem Award of Excellence ausgezeichnet. Sieht super aus, eine tolle angelegte Seite. Warum? Naja, es sieht immer aus, wenn man spannende Verhältnisse hat. Wir haben hier ganz kleine Kugeln oder, Entschuldigung, ganz kleine Kreise. Wir haben ganz große Kreise. Und natürlich sagt man, wenn man die Seite sieht, wow, das ist natürlich extrem, egal um was es geht, das ist extrem. Ja, und das macht die Sache spannend. Die ganze Grafik wäre aber nicht so spannend, wenn man nämlich sich mal die Werte anschaut, die verglichen wurden. Wir haben hier einen Wert, das ist 9,5. Der wird verglichen mit einem größeren Wert, der 28,5 sei. Das ist dreimal so viel. Wenn wir jetzt aber schauen, wie oft passt der Wert 9,5 in den Wert 28,8, also den dargestellten Kreis, dann sehen wir stellen wir fest, ach, der passt jetzt neunmal rein. Und genau an dieser Stelle, und das passiert wirklich jeden Tag sehr häufig, ich hätte unzählige Beispiele, die ich Ihnen zeigen könnte, dass diese Verhältnisse komplett verändert worden wären. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, diese Grafik nachzubauen. Wenn man sie mit den tatsächlichen Werten gebaut hätte, wäre die ganze Seite auch im Layout in sich zusammengefallen, wenn man diese Verhältnisse überhaupt nicht mehr hätte, die man eigentlich jetzt schön grafisch darstellen wollte. Genau, nochmal ganz kurz da durch. Jetzt hatte ich ja gesagt, ich wollte heute auch vor allem auf den Bereich 3D eingehen. Vielleicht kennst du der eine oder andere, ist jetzt gerade immer wieder total super in. Nach einem Bundesligaspiel sehen wir tolle 3D-Grafiken. Ich habe hier mal exemplarisch eine mal hergenommen. Es ging um das Match der Bayern gegen Schalke, wenn ich alles täuscht. Genau. Allerdings ist mir jetzt die Folie verrutscht. Wir wenden uns erstmal dem Spiel Borussia gegen Frankfurt zu. Hier sehen wir die tollen Heatmaps. Wie viel ist Mario Reus gelaufen? Der hat geackert, der hat eigentlich das ganze Spielfeld umgegraben. Also das ist wirklich ein Beweis, das war ein guter Kauf. Der Junge hat sich reingehängt. Jetzt schauen wir mal einen Gegenspieler von ihm an. Das ist Takashi Inui. Der hat nur die Hälfte des Feldes. Nicht so schön. Aber wenn wir uns jetzt nochmal die genauen Angaben anschauen, dann sehen wir, Marco Reus hat in 45 Minuten 6,5 Kilometer zurückgelegt. Takashi Inui hat in 90 Minuten 12 Kilometer zurückgelegt. Ja, wie kommt das jetzt zustande? Ja, weil man einfach die Maximalwerte alle auf dieselbe Höhe gebracht hat. Und so sieht es jetzt aus, als wäre der Marco Reus in der Hälfte der Zeit doppelt so viel gerannt. Ja, aber diese Informationen werden Sie ja nicht, während Sie das Durchblättern durchgehen, sondern was bei Ihnen hängen bleibt, ist einfach nur dieses Bild. Mensch, der Marco Reus, super, Takashi Inui, müssen wir nochmal nachdenken. Hier nochmal so ein kleines Beispiel. Ich habe es nur mit rein, weil ich fand es einfach sehr lustig. Hier Timo Hildebrand stand da, der war quasi an seine Pfosten geheftet während dem Spiel.
Neuer ein bisschen orientierungslos auf dem Platz herumläuft. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist. Faktisch können wir sagen, hat das ja überhaupt gar keine Aussage. Weil, was sagt mir das aus? Also, er war viel im Spiel beteiligt, hat er jetzt tatsächlich, also er darf ja da vorne stehen, wenn die Bayern vorne im Angriff sind, aber entscheidend ist doch, ob er im Tor steht, wenn ein Gegenspieler kommt. Insofern sind diese Grafiken, gerade wenn man mit 3D rumexperimentiert, was man da alles machen kann, eben sehr stark mit Vorsicht zu genießen. Noch ein letztes Beispiel, weil es so ein bisschen dann wieder auf der anderen Seite einen Rückschritt darstellt. Wir sehen hier, es geht bis 1903. Ich mache mal einen kurzen Vorlauf. Wir waren vor 5 Jahren, ach nee, ist schon länger her. Also 2005 sollten wir mal so eine Grafik machen, wie man eigentlich die Tour de France darstellen könnte. Und haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch total super. Damals waren noch ein bisschen andere Voraussetzungen, Google Maps und so, das war noch nicht ganz so weit entwickelt wie heute. Aber wir haben gesagt, okay, wäre doch super, wenn man so ein Relief hätte und von der Königsetappe einfach mal zeigen könnte, schaut mal, das ist das Verhältnis, das rasen die in 2,5 Stunden hoch, dann kriegt man doch einen ganz anderen Eindruck von so einer Königsetappe. Gut, ich gehe mal ins Jahr 2013, Ski-Weltmeisterschaften. Wir sehen, die Technik hat sich weiterentwickelt. Das Katasteramt liefert die Daten für die Strecken. Es könnte eigentlich nicht schrecklicher aussehen. Und es sieht auch noch falsch aus, denn wenn wir uns jetzt mal das anschauen, wir haben das Höhenprofil der Damen hier und dann haben wir das Höhenprofil der Herren. Naja, auf den ersten Blick könnte man sagen, wenn man beide vergleicht, gut, also die Strecke von den Herren sieht ja echt steiler aus und ist viel kürzer. Jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, ja, ist ja gedreht oder so. Nur, das sind alles Dinge, die machen sie nicht. Sie schauen sich nicht so eine Grafik an und denken dann, ah, das ist ja anders gedreht und so. Sondern sie nehmen dieses Bild auf. Und wenn man jetzt diese Bilder mal nebeneinander hält, dann sieht man, dass eigentlich beide Strecken mehr oder weniger identisch sind. Es gibt einen kleinen Unterschied, hier gibt es mal ein flaches Stück, aber sonst in der Steilheit, in allem, sind eigentlich beide Grafiken oder beide Strecken gleich. Das haben aber diese zwei 3D-Wunderwerke nicht geschafft, rüberzubringen. Ich will trotzdem mal nochmal, weil die ganze Grafik online stand, will ich nochmal hier ein Beispiel zeigen, wie es dann online hätte auch aussehen können. Es muss nicht so aussehen, aber wir haben vor allem nochmal hier einen Film, ich hoffe, der spielt jetzt ab. Dann bei den Start der Abfahrt hier und in dieser Auch wenn da jetzt nicht alles super ist, was da gezeigt ist, weil es halt doch sehr schnell geht. Aber das zeigt jedenfalls die Richtung, in die man hätte gehen können, um zu zeigen, was passiert denn da wirklich. Wenn man nur diese Helmkamera hat, ist es manchmal schwer, diese Strecken zuzuordnen. Aber ich finde, das ist schon ein beeindruckender, oder hätte man noch einen beeindruckenderen Darstellung finden können, aber sie ist schon sehr gut, dass man ein Gefühl für die Strecke kriegt und was rasen die da eigentlich wirklich in dem Moment runter. Gut, ich komme jetzt nach diesen vielen Beispielen erstmal nochmal zu uns. Wer sind unsere Kunden? Wir arbeiten in der Regel nur für sehr große Kunden, also Siemens, Lanxess, BWF. Hier noch mal ein paar Sachen. Einer unserer liebsten Kunden ist natürlich das National Geographic Magazine, für die wir relativ viele 3D-Geschichten umsetzen. Dazu zeige ich Ihnen auch noch mal gleich die Entstehungsgeschichte von einem sehr speziellen Projekt. Hier mal so ein paar fertigere Grafiken, vor allem dieses, Jan Schwochow, mein Vorredner, hat es schon mal angesprochen, dieses Storytelling. Auch das finden wir extrem wichtig. Man findet es oft bei den alten Grafiken sehr gut gemacht. Bei neuen ist es oftmals nicht so stark, dass man wirklich darauf Wert legt, okay, was will ich erzählen und wie erzähle ich es? Welche Dinge hole ich in den Vordergrund, in dem Fall dieses 3D-Element und mit welchen 2D-Elementen versuche ich dieses gezeigte Hauptelement, das kann auch mehrere natürlich sein, aber wie versuche ich die durch andere beschreibende Grafiken, die ein bisschen weiter auf einer anderen Leseebene liegen, besser darzustellen. Hier mal ein aktuelles Beispiel, ist eine Anzeige, ja, ist aber, würde ich sagen, eine andere Qualität von Anzeige.
Lanxess in dem Fall hat seine gesamte Anzeigenkampagne umgestellt auf diese Infografik. Und hier wird vielleicht auch nochmal deutlich, was ich meine mit so beschreibenden Sachen. Wir haben auf der einen Seite eine klare Erzählstruktur, wo wir einfach sagen, okay, wie ist so ein Auto aufgebaut, welche Aspekte zählen ein bei einem Autobau zum Thema Leichtbau und andere Sachen, die dann nochmal ein bisschen zeigen, okay, was kann man damit einsparen und wie veranschaulichen wir das? Hier nochmal ein Inforoom. Warum ich ausgerechnet den jetzt nochmal zeige, ist, ich will noch zeigen, sowas muss man natürlich in verschiedenen Formaten spielen können. Wenn man ein Format hat, ist es schön, aber meistens so eine Anzeigenkampagne zum Beispiel oder auch wenn es in mehreren Zeitungen geschaltet wird, hat ganz viele Formatvorgaben. Hier können wir uns mal vor anschauen, dieses Beispiel, wie viele Formate das sind. Hier erstmal die beschreibenden Informationen, die so das ganze Thema, in dem Fall Green Mobility, in einen Zusammenhang setzen. Warum ist es überhaupt von Interesse? Was gibt es für Probleme zu beachten und wie werden die dann im Folgenden sollen die quasi gelöst werden? Hier sehen wir jetzt ein Beispiel, wie es im Handelsblatt-Format ausgesehen hat. Das Ganze erscheint dann natürlich nicht nur in einer Sprache, sondern in dem Fall in 6 verschiedenen Sprachen. Und letztendlich resultieren dann in von DIN A5 fast bis auf 3x2 Meter Größe. Und dabei verändern sich natürlich auch ständig die Inhalte, die darin platziert werden und wie sie platziert werden. Und dann natürlich nochmal die Online-Anwendung, die dann auch wieder anders erzählt wird. Zum Begriff Storytelling jetzt nochmal. Es ist eine etwas ältere Grafik, die haben wir einfach nur mal als Entwicklungsgrafik gemacht. Also ich bitte Sie, die nicht so zu beurteilen wie eine besonders gut gelungene Grafik. Aber wir haben zu dieser Grafik ein paar Informationen vorliegen und das macht sie da deshalb interessant. Hier haben wir so ein Inforoom mal entwickelt. Auf den ersten Blick kann man sagen, na gut, ist halt eine Infografik, aber sie folgt eben bestimmten Prinzipien. Wenn wir jetzt mal reingehen, dann können wir sagen, wir haben eben eine Hauptgeschichte. Wir haben drei Elemente, die einfach klar machen, hier geht es um das Thema Elektroautos, wo kann ich mein Elektroauto daheim aufladen, wo kann ich es unterwegs machen, wie funktioniert das? Wir haben auf einer zweiten Leseebene Zusatzinformationen, die dann eben angeben, okay, wie hat sich diese Elektromobilität eigentlich über die Jahre entwickelt? Wo gibt es überhaupt Tankstellen, zum Beispiel in Berlin? Wie funktioniert dieser Stecker? Gibt es einen einheitlichen Stecker? Und woher kommt die Energie dazu? Und dann auf einer dritten Leseebene noch Kommentare, vielleicht von einem Experten, vielleicht ein generelles Wachstum von einem Wachstumsmarkt, der damit zusammenhängt. Und jetzt das Interessante, damit ist natürlich das entsprechende, in dem Fall war es das Handelsblatt, in die Marktforschung gegangen und hat geschaut, funktioniert das überhaupt? Und das Ergebnis ist relativ sehr schön und schmeichelhaft für uns, weil es funktioniert, was man auf den ersten Blick sieht. Die roten Bereiche sind diejenigen Bereiche, an denen die Leute sehr lang verweilt sind. Kann natürlich manchmal sein, weil sie es nicht verstanden haben. Wir gehen aber eher davon aus, dass das Interesse hoch war. Die blauen Bereiche sind die Bereiche, die weniger Aufmerksamkeit verursacht haben. Und was man feststellen kann, ist, dass diese gesamten visuellen Anker sehr gut funktionieren und anders als bei sehr vielen Artikeln oder Anzeigen nicht irgendwo links oben die Überschrift gelesen wird und dann nichts mehr, sondern eigentlich wird diese gesamte Seite abgegrast. Und das macht sich natürlich dann auch im direkten Vergleich mit anderen doppelseitigen Anzeigen dann bemerkbar, wo der Lesewert dann ungefähr das 5-fache erreicht. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf das Thema 3D eingehen. Wie arbeitet man denn eigentlich, wenn man so eine 3D-Grafik macht, wie wir sie machen? Denn das kann von, wer selber schon mal in 3D gearbeitet hat, oder weiß, dass man sich da dass Arbeitsbereiche von 2 Monaten und 3 Monaten oder also keine Seltenheit sind, wenn man es nicht genau plant. Wir schauen uns mal nochmal die Seite an, die ich Ihnen gerade vorhin gezeigt habe. Und zu dieser Seite gibt es auch eine
kleinere Version. Die ist jetzt nur ein Viertel so groß. Und damit wir diese Seiten dann einfach auch schnell bauen können, sehen wir hier mal, wie die generell aufgebaut ist. Gut, wir haben unser Mesh, wir haben unsere Ebene, auf der alles platziert ist. Darauf ist auf einem gesonderten Level die Stadt platziert, sodass wir da leichte Anpassungen machen können. Und so geht es jetzt schrittweise durch diese gesamte Grafik durch, sodass wir einzelne Elemente einfach jederzeit austauschen und verrücken können. Und man sieht es auch jetzt in dem tatsächlichen Layout, haben sich die Sachen dann tatsächlich dann auch für die kleine Version nochmal verändert. Und so sah dann letztendlich das Gesamtbild aus. Aber man muss bei diesem 3D-Arbeiten sehr stark in diesen Layern denken. Man muss sich immer die Möglichkeit offen halten, kleine Sachen schnell ändern zu können, um möglichst viele verschiedene Ebenen anzulegen. Denn so ein Rendering dauert, also wenn ich die Gesamtszene nehme, auf 2x3 Meter dauert dieses Rendering bei ungefähr 4 angeschlossenen Rechnern ungefähr 2 Tage. Und das ist natürlich dann schon eine Sache, da kann man dann eben nicht sagen, jetzt muss ich mal kurz was ändern, sondern ich will meinen Vortrag gleich abschließen. Ich will Ihnen noch mal einen Einblick in ein spezielles Projekt zeigen, was wir mit National Geographic umgesetzt haben. Vielleicht kommt der eine oder andere drauf, wenn er die drei Grafiken hier sieht. Auch eine sehr spannende Infografik, kann man sagen. Was zeigt sie uns? Sie zeigt uns, dass im Film Leonardo und Kate Winslet überlebt hätten. Denn eigentlich war die Größe der Fläche für beide groß genug. Nun gut, wir haben uns also für National Geographic und RMS Titanic auf den Tauchgang begeben. Wir haben nämlich den aktuellen Stand nachgebaut. Und Ausgangsmaterial war für uns einzig und allein 3 Bilder, nämlich genau diese Mosaikbilder. Dieses Mosaik besteht aus ungefähr 1000 Einzelaufnahmen. Sie müssen sich vorstellen, die Titanic liegt in 3.500 Meter Tiefe. Dort unten ist es matschig, dort ist extrem wenig Licht. Und das Einzige, was so Tauchroboter sehen können, sind meistens solche kleinen Bereiche. Außer diesen Sachen, wir hatten den Vorteil, dass sie zumindest relativ hochauflösend waren. Ein Problem, was ich stellte bei den Bildern war, dass sie aber eben eine extrem niedrige Tiefenauflösung hatten. Sie sehen hier, das sind eigentlich nur bis zu dieser Wand, sind es eigentlich nur 5 Meter. Man kann diese Wand eigentlich schon nicht mehr sehen. Wir haben dann angefangen und haben einfach versucht zu sagen, okay, die Bilder allein sind für uns erstmal ein bisschen zu wenig. Wir haben versucht, andere Tauchgänge, das Footage zu finden und es zuzuordnen, sodass man dann an Stellen, die nicht ganz klar sind, was ist es da hier für eine Struktur auf diesem Deck tatsächlich, sodass wir das abgleichen konnten mit Bildern aus früheren Tauchgängen, um überhaupt erstmal ein Gefühl, eine Vorstellung für die räumlichen Begebenheiten dort unten zu haben. Die haben wir dann in 3D erstmal platziert, unsere Bilder, und dann ging es los. Wir hatten uns natürlich noch die Originalpläne besorgt und haben dann angefangen, erstmal diese Pläne dort aufzubauen, erstmal das Schiff in ganz dort zu bauen. Wir haben lange überlegt, sollen wir es einfach zerstört bauen oder sollen wir es ganz bauen? Das Problem ist, wenn man es ganz baut, dann weiß man, wie es ausgesehen hat und kann daraus folgern, wie wohl eine Zerstörung stattgefunden haben könnte. Wenn man versucht, manche Zerstörungen allein auf den Bildern abzuleiten, hat man keine Ahnung, woher die kommen sollen, wie da eigentlich da die räumliche Struktur sein soll. Gut. Wir haben also dann versucht, dieses Modell zu zerbeulen und dann haben wir zumindest schon mal das Modell. Natürlich fehlen viele Details, wie diese ganzen Anker und sonstigen Gerätschaften. Und dabei haben wir dann festgestellt, ungefähr nach 3 Wochen Arbeit, dass die Bilder, die wir bekommen hatten, falsch waren. Also musste die Organisation, die den Tauchgang vorgenommen hat, die Bilder nochmal überarbeiten, sodass wir nochmal fast bei ein paar Sachen von vorne anfangen mussten. Weil die haben einfach mal bei, ich kann es hier konkret sagen, hier waren dann auf einmal 3 Poller reingestanzt und das Loch war ungefähr 3-mal so groß. Also das ist natürlich klar, wenn jemand dieses Gebilde nicht kennt und hat 1000 Bilder und soll es zusammenstitchen, dann ist natürlich der Fehler vorprogrammiert und die konnten wir zumindest dann ausräumen. Hier sieht man also das ganze Modell, wie es dann letztendlich ausgesehen hat.
entscheidend für sowas, dass sowas dann auch wirkt, so ein Modell, ist natürlich immer das Licht setzen. Hier unten sehen wir jetzt einfach mal mit einer ganz groben Textur das belegt und wie es dann letztendlich mit der Beleuchtung aussieht. Und Sie können hier sehen, das ist nicht eine automatische Beleuchtung. Bei solchen Modellen, die so viele Verwindungen und Nischen aufweisen, muss man eigentlich immer handbeleuchten, weil eine automatische Beleuchtung dann an vielen Stellen einfach was dunkel macht oder Schatten legt, die man ja dann später in dem Bild nicht sehen will. Es geht ja eben auch nicht darum, ein möglichst detailliertes Foto zu liefern, sondern eine möglichst detaillierte Ansicht, aus der man die verschiedenen Dinge bestmöglich erkennen kann. Ja, und dann ging es an die Texturierung. Hier sehen wir das Rohmodell. Dann kommt also eine Textur da drauf. Da konnten wir natürlich viel auf die Fotos zurückgreifen. Aber damit es dann auch echt wirkt, sind dann natürlich hier noch ganz viele Algen und Bewuchsdinge mit reingefügt, damit es nicht einfach ein planes Modell bleibt, sondern eben eine gewisse Echtheit generiert. Und das, was Sie jetzt sehen, sind quasi auch Bilder, die Sie so eigentlich in der Auflösung nie sehen werden. Aber das ist der tatsächliche aktuelle Zustand, wie dieses Modell dort auf dem Boden liegt. Und dieses Modell zierte dann auch die Online-Ausgabe des National Geographic auf dem Cover, was uns schon ein bisschen stolz gemacht hat. Zum absoluten Abschluss möchte ich Ihnen nochmal sagen, ich habe ja darauf verwiesen, dass einfach Grafiken, ist immer ein bisschen schwierig, was man so konsumiert und ob sie richtig oder falsch sind. Deswegen haben wir hier ein Gewinnspiel gemacht. Wir haben vor einem Jahr, jetzt habe ich es natürlich verpackt, das ist natürlich wieder ungünstig, also ein Buch zusammen mit zwei Studenten rausgegeben, die dann ihre Diplomarbeit weitergeführt haben. Infomotion nennt es sich, ist ein Buch über animierte Infografiken, was man dazu wissen können sollte oder können kann. Die ersten 10 oder die besten 10, die dieses Rätsel lösen, es ist zu finden auf www.extract.de/infomotion. Das ist relativ wichtig, wird Infomotion Game PDF. Sie können es ausfüllen. 18 Fehler sind zu finden in Grafiken, die Sie jeden Tag sehen. Beispielhaft. Und wir werden sehen, wie viel der Beste erreicht. Wir hatten vor einiger Zeit ein Weihnachtsspiel, da haben meine Grafiker dran gearbeitet. Sie sollten 40 Fehler finden, das beste Ergebnis war damals 20 Fehler. Insofern zeigt das nur, wie schwierig es ist, diesen visuellen Informationen nicht auf den Leim zu gehen, sondern wirklich zu sehen, was wird mir hier Falsches präsentiert. Okay, ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Lieber Stefan, ich finde jetzt ganz besonders toll, dass du auch sozusagen die Hintergründe der Aufbereitung in den Vordergrund geschoben hast, dass man nochmal ein bisschen die Augen geöffnet bekommt, was man eigentlich mit Infografiken nur durch ein bisschen unterschiedliche Darstellung politisch herstellen kann. Nochmal ein ganz wunderbarer anderer Aspekt, aber vielleicht gibt es dazu auch noch Fragen. Wie lange haben Sie für die Titanic gebraucht? Die hat sehr aufwendig ausgeschaut. Also es waren ungefähr 400 Stunden, die es benötigt hat. Wir hatten einen Zeitraum von 2,5 Monaten Zeit, das umzusetzen. Mit der tatsächlichen, also wenn man die National Geographic Ausgabe hat, die Online-Ausgabe, man kann sich da genau, also wie als wenn man die in einem 3D-Raum hätte, um dieses Modell rumbewegen. Also für diese gesamte Umsetzung haben wir 2,5 Monate benötigt. Danke. Da stelle ich gleich noch eine Frage hinterher. Habt ihr irgendwelche Erkenntnisse darüber, inwieweit National Geographic dann tatsächlich darüber auch zusätzliche Kunden gewinnt? Bei National Geographic ist es, sage ich mir jetzt mal, nicht ganz so wichtig, wie viele Kunden die haben, weil es ist einfach eine Stiftung, die einfach nicht davon lebt, dass sie schauen müssen, wie viel sie verkaufen, sondern dass sie halt möglichst außergewöhnliche Projekte durchführen. Aber da haben wir, also um es dann so knapp zu beantworten, keine Kenntnis darüber. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Aber wir wissen zumindest, dass RMS Titanic, die die Rechte an der Titanic haben oder soweit hatten, diese Umsetzung, also es ist die einzige und realistische und genaueste Darstellung, die im Moment von dem Ist-Zustand existiert. Okay. Ja, dann ganz lieben Dank, Stefan.